Und hier bin ich auch schon wieder und sonst lagert ihr nichts hier. Sonst lagert ihr nichts hier? Nur ein bisschen Ausrüstung, Fackeln, Werkzeuge und so. Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Sand. Wow. Wow. Was soll ich damit machen? Der kostet nur 50, würde mir fehlen. Eine Fackel. Eine Knochensäge. Weiß nicht. Also ich nehme auf jeden Fall mal eine Fackel mit. Damit, nein, nur eine. Damit ihr nicht immer so im Dunkeln sein müsst und die Säge, die finde ich interessant. Kann ich hier dran was klauen? Wäre vielleicht nützlich, Raus wenn ich. hier! Wow, Mach sorry. das nicht nochmal! Ich habe nur geschaut, okay? Ich habe dir gerade Money in deinen hässlichen Arsch geschoben. Du musst freundlich zu mir sein. Was weißt du über diesen Wald? Wenn du den Wald erkunden willst, bleib um Himmels Willen im Tal. Geh bloß nicht zu weit in die Berge. Da oben treibt sich ein Jaguar rum. Dahinter kommt noch eine Höhle. Wenn du mit deinem Leben fertig bist, ist das der Ort, an den du gehen solltest. Ja, das waren wahrscheinlich die zwei Sachen, wo mich gekillt haben. Die Die Grabspinne Höhle und der hört sich Jaguar. spannend an. Spannend? Ja, du hast recht. Es wird sehr spannend. Nur nicht lange. Ach, was sag ich? Du kommst noch nicht mal da an, weil dich vorher der Jaguar auffrisst. Ja, das glaubst du. Ein Jaguar schaffe ich locker. Ohne Gewehr? Lächerlich. Nur ein Mensch. Wo finde ich einen Büchsenmacher? Hier in Puerto Sacarico gibt es keinen. Wir bekommen unsere Waffen aus Caldera. Aber vielleicht findest du einen bei den Piraten im Osten. Allerdings weiß ich nicht genau, wie du da hinkommst. Sag mal deine Waffen, auch wenn Zeig ich schon mir deine eine Knarre Waffe. hab. So eine richtige Flinte. Das ist schon cool. Also das wäre halt cool, aber so viel habe ich halt leider nicht. Eine Enterpistole brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe schon eine Schrotpistole. Die ist besser. Aber ein bisschen Schrot könnte ich gebrauchen. Also ein bisschen viel Schrot. Dankeschön. Nur für den Fall. Ich rüste mich einfach gerne aus. Gibt es ja eigentlich auch irgendwie so eine Wartenfunktion oder muss ich mich dafür irgendwo hinlegen? Anscheinend muss ich mich dafür irgendwo hinlegen. Also schnell ins Logbuch schauen. Die Folge, weil ich, dass ich die drei Köpfe der entlaufenen Sklaven. Ja, jetzt ist wo sind die hin? Rand des Dschungels. So. Also ich muss in den Dschungel. Das wird schwierig. Vor allem, ich tippe gerade hier nur sinnlos rum. Na, hier habe ich ja eigentlich auch schon alles auf 2. Talente. Also, ich bin schon ganz schön gut in Stichwaffen. Und mein zweitbestes ist klingenfest und danach kugelsicher. Fähigkeiten habe ich aber leider noch nicht so viele. Hier Stichwaffen 1. Ich denke, ich glaube, das war's sogar nur. Ich habe die Meerschaumpfeife. Ah. Eins davon ist auch der Handspiegel und der Stiefel, denke ich. Ring habe ich leider keinen. Das wäre schön.
Was haben wir hier denn so, was ich benutzen könnte? Was ist das? Ja. Okay, dann mache ich mich mal auf die Suche nach den Sklaven. Ich weiß zwar nicht, wieso ich gerade die ganze Zeit so dumm in meinem Inventar rumgesucht habe, aber... ist ja auch egal. Die Sklaven sind irgendwo im Dschungel. Und leider ist der Dschungel ziemlich groß. Aber ich gehe davon aus, dass auch diese Quest zu schaffen ist. Sonst würde sie mir die Fuego ja nicht anvertrauen. Oder, na, vielleicht doch, vielleicht will er mich sterben sehen. Davon gehe ich aber nicht aus. Also von daher denke ich, dass diese Quest schon zu schaffen ist. Aber bevor ich sie schaffen kann, muss ich hier erstmal die Sklaven finden. Alle drei. Das ist irgendwie ein bisschen genauso fies wie das mit den Zuckersäcken. Das ist einfach nur, wenn du Glück hast, stolperst über sie drüber. Puh, da ist der Jaguar. Weg von dir. Weg mit dir. Ich hau vor dir ab. Ja, ich hau vor dir ab. Ich hab keinen Bock auf dich. Was, Alter? Hast du Problem? Nee, der hat kein Problem. Der hat's aufgegeben. Ach gut. Was haben wir hier oben? Schädelblüte. Und hier drin war doch die Grabspinne. Oder ist das eine andere Höhle? Na, ich hoffe doch sehr, dass es eigentlich eine andere ist. Wow. Was passiert hier? Ja, das ist die Grabspinne. Die habe ich jetzt auch keine Lust. Ich bin schon so einer. Lauf so in allen vorbei. Aber macht ja nichts. Ich brauche eine Spitzhacke. Wieso habe ich keine Spitzhacke? Wobei. Maki-Beere. Mal schnell auf die Map schauen. Kann ich denn irgendwie zoomen? Also hier bin ich jetzt rausgekommen. Was haben wir denn hier unten? Hier ist die Plantage. Jetzt bin ich so lang gelaufen. Und dann hier so. Dann hier. Jetzt bin ich da. Mal schauen, vielleicht wenn ich hier wieder zurücklaufe, dann anstatt da hoch, irgendwie hier runter oder so, oder dass die vielleicht hier unten irgendwo sind, die Sklaven. Weil, ja, das mache ich mal. Muss ich dann halt hier, anstatt dann geradeaus Richtung die Plantagen, hier lang gehen. Da war ich, glaube ich, sowieso noch gar nicht. Könnte es sein, dass die vielleicht da sind. Das ist natürlich dann schon tricky. Ja. Das kann ja was geben. Bis ich die Sklaven da finde und dann muss ich denen immer die Köpfe abschneiden. Ich glaube, dafür brauche ich dann auch die Knochensäge. Oh, eine Eingebung. Was ich da. Oh, was ist das? Was könnte das sein? Da ist ein Typ auf jeden Fall mal. Das ist jetzt im Moment noch nicht schlimm. Vascos Turm gefunden. Okay, und was für eine Quest war das, dass ich da jetzt einen Erfolg bekommen habe? Was machst du denn hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin mit dem Schiff angekommen. Wenn du weiter nach Osten willst, gebe ich dir einen guten Rat. Geh nicht durch das Dschungeltal. Das ist viel zu gefährlich. Die Höhle hier oben führt dich zu einem Pass über die Berge. Das ist der sichere Weg. Ja,
Was ist im Dschungel so gefährlich? Da gibt es Jaguare. Die Biester springen dich an und dann ist es ruckzuck aus mit dir. Aber wenn du richtiges Pech hast, begegnest du den entlaufenen Sklaven. Die freuen sich über jeden Weißen, den sie aufspießen können. Ich habe mal einen von ihnen am Rand des Dschungels gesehen. Er war angemalt und bewaffnet, sah zum Fürchten aus. Als ich gerade auf ihn anlegen wollte, war er verschwunden. Schätze, er wollte, dass ich ihn verfolge. Wahrscheinlich haben die Wilden mittlerweile überall Fallen errichtet. Aha, es scheint also, dass die Quest doch nicht so einfach ist. Du gehst einfach durch den Höhleneingang hier oben und folgst dem Weg. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu weit nach Norden in die Berge zu gehen. Wenn du zu einer Brücke kommst, musst du auf die andere Seite. Auf der anderen Seite der Insel befindet sich irgendwo das Piratennest. Geh auf keinen Fall nach Norden. Was ist im Norden? Was ist im Norden? Die Höhlen dort sind mordsgefährlich. Dagegen ist der Dschungel ein Spaziergang im Park. Wir haben einen Kundschafter hineingeschickt und draußen am Eingang gewartet. Plötzlich kam irgendwas Großes aus dem Nichts und hat ihn sich geschnappt. Wir sind nur noch gerannt, bis wir wieder auf den Feldern waren. Ich sage dir, das Ding war riesig. Geh da bloß nicht hin. Okay, danke für den Tipp. Aber ich muss in den Dschungel. So, und anscheinend sind die Sklaven noch viel, viel mieser wie die Jaguare. Aber das macht uns keine Angst. Aber nach dem genialen Sprung gerade sollte ich mich heilen. Jungs, Mädels, was auch immer. Ja, das alles für 600 Goldstücke. Der hat den Schaden, der die Fuego. Das sollte ich mindestens 1000 verlangen. Was ist das? Ist da wieder so eine Ader oder so? Ich brauche eine Spitzhacke für die Erzader da oben. Wofür auch immer ich die Erzader dann brauchen könnte. Affen. Okay, Affen sind noch kein Problem, denke ich. Jaguare sind schon heftig, aber Affen. Also, naja, Wildschweine, Warzenschweine gehen ja auch. Ich frage mich, wofür Ruhm Jaguar gibt. Na? Später kannst du einfach nicht kaufen, oder du Krallenaffe. Fleisch. Kralle, eine Kralle. Was bringt eine Kralle? Also die könnte ich jetzt zum Beispiel nicht mal kriegen, wenn ich nicht die Knochensäge hätte. Das sind Gegner. Das sind die Sklaven. Zwei Stück sogar. Das ist fies. Ah, ihr Trottel. Karamba, Alter. Ah, scheiße, das braucht viel zu lange zum Nachladen, scheiße. Ich bin grad extrem tot. Der Typ da hinten mit dem Speer kotzt mich gerade an. Ich hätte hier nicht alleine hingehen sollen, ich brauche Patty. Aber jetzt ist schon zu spät. Ach, tu doch nicht jedes Mal dein Schwert weg. Ja, ist ja Schaden erhalten. Aufhalten. Die geben auch nur Ruhm 50, Alter. Man muss halt immer auf die ziehen, die einen aus der Ferne angreifen.
Weil das sind die miesesten, die wo von hinten aus der Ferne angreifen. Ja, komm her, du Spacko. Ich mach dich platt. Denkst du, du hast eine Chance gegen mich? Ich mach euch alle fertig. Jetzt fehlst nur noch du. Ja, schmeckt scheiße, Alter. Eine Pistole her. Ja. Na, so schwer ist es doch gar nicht. Und ich dachte schon, die Jaguar wären übel. Also, ich dachte, die wären übler wie Jaguar, aber das ist die Kacke. Bilder. Ein Jadestein erhalten, ein Kopf erhalten. Ach gut. Einen Kopf und eine Schale. Was hält der Dritte für uns bereit? Machete. Brauche ich zwar nicht wirklich, aber Machete. Na gut. Speer und... Was hast du für uns? Ein Kopf nur. Also nach dem, was der Typ da gelabert hat, habe ich schon gemeint, puh, da könnte ich jetzt ein paar Mal dran sterben, aber so. Ja. Also, hier habe ich gedacht. Das ist mit der Machete, nee, die Machete ist nicht so dolle. Nee, die Machete ist nicht so dolle. Was mache ich mit den Köpfen? Wo sind sie denn? Gehörte mal einem eingeborenen Jäger. Ja, gut zu wissen. Also ein bisschen Proviant reinschmeißen. Und zurück zu De Fuego. Ja. Dann wäre die Mission auch geschafft. Mal schauen, ob der jetzt ein bisschen beeindruckter von mir ist. Der Stahlbart. Ich meine, ich habe die alle drei Wilde platt gemacht, ganz alleine. Das ist schon stark. Für das, dass ich noch nicht so der Ultra-Warrior bin. Ach, das ist ja Sebastiano. Wo ist die Fuego? Wo ist der Spacko? Die Fuego. Hallo. Vom Schlösser. Ach, das ist ja viel zu sehen. Das wussten wir schon vorher. Aber komm, wo ist die Fuego jetzt? Hat sich einfach verpisst. Ach da, der Band. Ich habe ja ein paar Köpfe für dich. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Das ist ja barbarisch. Besser, du wolltest doch die Köpfe haben, oder nicht? Na, ich hatte erwartet, dass du mir ihre Leichen bringst. Nicht, dass du ihnen die Köpfe abhackst. Ja, aber von einem Burschen wie dir sollte man auch nichts anderes erwarten, nicht wahr? Wie auch immer, hier ist deine Belohnung. 100 Goldstücke pro Kopf. Hey, wir hatten uns auf 200 pro Kopf geeinigt. Ah ja, das sind dann 600 Goldstücke. Okay. Und nachdem die Mission gemacht ist, tue ich mal speichern. Ja, speichern. Ja,